Heute gibt's das IPA von Kamba. Herzlich willkommen zum Knöllspielknall. Heute gibt's das von Kamba. Kamba Bavaria aus Seon, nördlich vom Chiemsee im Chiemgau. Ich war im Urlaub gewesen mit der Familie und habe unter anderem auch Kamba besichtigt. Da werde ich gucken, ob ich irgendwann mal ein Video zusammenstelle dafür. Aber wichtig ist, ich habe bei Kamba eingekauft. Es gibt so einiges, was ich in nächster Zeit euch zeigen kann von denen. Die Brauerei ist entstanden aus einem Hersteller für Brautensilien aus Braukon. Und da haben sie mal einen Sud erstellt, um vorzuführen, was sie haben. Und der ist gut angekommen, dass sie daraus dann eine Brauerei gemacht haben, Kamba. Kamba gibt es seit 2012, glaube ich. Ich werde es nochmal ordentlich recherchieren und nochmal nachgucken, was bei dem Brauereiführungsvideo dann erzählen. Kamba heißt die Stube, in der Brot gebacken und Bier gebraut wurde, damals in Klöstern. Das ist ein IPA mit 6,6 Volumenprozent Alkohol bei 15,5 Grad Plato Stammwürze mit Bitterniseinheiten von 45. Pilzer, Karamellmalz und Weizenmalz sind darin. Hopfen sind Chinook, Cascade, Mosaik und Citra. Ja, das hatte ich schon. Das war da im normalen Laden zu bekommen. Und im Urlaub habe ich mir gern mal Biere lokaler Brauereien geholt. Zack. Ja, es ist trüb, hat einen sehr hellgoldenen Ton, eher schon Strohfarben, feiner weißer Schaum. Zuallererst ein bisschen grasige Noten. Hellfruchtig. Steht drauf Orange, ja, vielleicht so ein bisschen Orange im Hintergrund. Kiwi und Dried Mango. Getrocknete Mango. Ich weiß nicht, wie getrocknete Mango riecht. Kiwi habe ich keine. Ich mache mir auch nicht viel aus Kiwi. Ich weiß gar nicht, wie Kiwi riecht. Kiwi riecht doch relativ wenig eigentlich, oder? Also mir ist nichts zu wissen, so eine Orange. Ja. Gucken, wie es im Geschmack ist. Prost. Geschmack ordentlich bittere. Auch da also die grasigen Noten. Auch da ist schön die Orange. Gegen Ende süßer werdend. Im Nachton auch so ein bisschen süßer. Das ist eher der Antrunk, der so ein bisschen bitter ist und fast schon sauer. Und gegen Ende jetzt im Nachton wird es schön, schön süß im Mund. Gefällt mir. Ich habe auch schon oft gesagt und kann es auch nicht oft genug sagen, ich finde Biere schön, die sich so im Geschmacksverlauf verändern. Also das heißt, man kommt sie in den Mund, der Antrunk ist so und verändert sich dann im Laufe des im Mundseins oder auch beim Schlucken komplett. Das finde ich spannend. Das ist bei dem hier sehr, sehr schön. Lecker, also vor allem diese bittere am Anfang. Sehr erfrischend und nachher die Süße, die bleibt sehr schön. Ja, Kamba macht sehr, sehr schöne Biere. Da werde ich einiges zu erzählen im Verlauf. Und wenn ich das Brauerei-Video dann mache, gefilmt habe ich dann nicht, habe nur ein paar Fotos gemacht, die muss ich zusammenstellen und dann mit Verzell untermalen. Da werde ich ein bisschen was dazu erzählen. Die machen wirklich einen guten Job da. Die scheinen ein tolles Konzept zu haben, auch dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Das war ein schöner Besuch. Ja. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ob ihr das Bier schon hattet. Und wenn nicht, Kamba auf jeden Fall, wenn ihr irgendwo da unten seid. Ich denke mal, weit über die Grenzen des Chiemgaus hinaus bekommt man die wenig oder seltener. Hier oben nach Nordrhein-Westfalen habe ich noch nie gesehen. Und wenn ihr dort kommen könnt, Kamba auf jeden Fall probieren. Ich hatte noch nicht ein Bier von denen, was auch nur ansatzweise nicht geschmeckt hätte. Also definitiv probieren. Ja, das war's. Lasst mir einen Daumen nach oben da, ein Abo. Bis bald. Prost.